Wo bin ich jetzt gewesen? Boah, krass. Richtig cool. Das lief zwar nicht ganz nach Plan, aber wenigstens lebe ich noch. Ich muss zurück zum Glockenturm und den Kopf frei bekommen. Und wir müssen zu Besso. Im Südviertel ist er jetzt, ne? Okay. Oh, geil. Ja, super. Haben wir hingekriegt. 60% diesmal gekriegt. 10 Kills. Oh, fast. Ah, schade. Gefunden 3 von 6. Ja, ich habe einiges verpasst, weil ich. Das ist. Mein Problem ist halt immer, ich weiß halt nicht, wo ist der Hauptweg und wo gucke ich mal eben so nach. Und ja. Naja, wir haben ein bisschen was gefunden und es war besser als im letzten Mal. Als im letzten Mal. Ja, als in der letzten Mission. Okay. Dann, ja, machen wir weiter. Zum Thema Heilanstalt. Da hatte mir die Steffi schon gesagt, das ist ein ziemlich geiles Szenario, was sie so ein bisschen an Shutter Island erinnert hat. Falls ihr den Film nicht kennen solltet, sehr geiler Film. Ja, und da wird es wohl als nächstes hingehen. Und wir haben wieder einen Fokuspunkt. Oho. Ja, gucken wir dann gleich mal. Kann ich hier. Ach, hier kann ich die ganzen Notizen nochmal nachlesen, oder was? Da war doch gerade irgendwas abgebildet, oder nicht? Es blinkt doch auch so. Na egal. Geht wohl gerade nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns ja gleich direkt in die nächste Mission stürzen, ne? Aber wir sollten auf jeden Fall besser aufsuchen, finde ich. Allein, um mal die ganzen mit ihm zu quatschen, ne? Und ihm zu zeigen, dass wir noch leben. Und dass wir natürlich auch gerne Aufträge von ihm annehmen. So. Achso, können wir uns hier die Miniaturen von dem Bergfried nochmal angucken, fällt mir gerade ein. Müsste ja eigentlich klappen, ne? Unikate, ist das dabei? Nee. Wo habe ich denn das mit dem Kundenbeute? Nee. Ich dachte, dass der Bergfried vielleicht auch irgendwo zu finden sein müsste. Hier, so einen Ring habe ich noch gefunden. Obwohl, so einen Armreif, ne? Genau, den haben wir eben gerade gefunden. Schieferschlange-Armreif anscheinend. Gut. Naja, egal. Gut. Dann ist das so. Ich dachte, wir könnten uns den Bergfried vielleicht nochmal anschauen. Okay. Ja, wie hieß es, der Vogel nochmal? Der ist ja leider tot. Das hat sogar Betho getroffen. Ach, wie hieß denn der jetzt? Habe ich den Namen schon wieder vergessen. War ein weiblicher Name irgendwie. Ja, egal. So, wir gehen jetzt nach Stone Market. Genau, möchtest du das führen? Ja, genau, das machen wir. Und dann müssen wir irgendwie ins Südviertel, denn dort lebt Besso jetzt. Hat er jetzt sein neues Versteck anscheinend. Ziemlich cooles Bild übrigens gerade. Mag ich. Ach ja, mal ein bisschen strecken hier. Oh, so. Ah, kann weitergehen. Wir haben übrigens heute Sonntag, den 2.7., ne? Ja, den 2.7. müssen wir heute haben. Und ja. Punkt. Ich suchte gerade so ein bisschen das Jeder Crash Bandicoot gebundene Let's Play bei Dennis. Revolution hat begonnen. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen. Dann macht's mal gut, Schwarzkittel. Die Götzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Mich Ja. eingeschlossen. Ich Richtig. sollte jede Konfrontation meiden. Ja. Ich möchte mal eben, weil ich weiß, dass da noch Geld liegt. Ich weiß, dass da noch ein Sammlerstück ist oder so. Wie komme ich denn da mal am besten hin, da unten? Ich bin gestorben. Oh Gott. Wie dämlich ist das denn? Ich bin tatsächlich an der Stelle gestorben. Ja, okay. Ja, das vergessen wir ganz schnell. Das hat keiner gesehen. Wir gucken gleich mal auf der Karte, wo Besso sich jetzt aufhält. Und dann wollen wir da mal hin, ne? Das ist, glaube ich, jetzt unser nächstes Ziel. Und dann immer zu dieser Heilanstalt. Da bin ich sehr Jeder gespannt. mit den Hunden des Barons. Die Revolution hat begonnen. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen. Dann macht's mal gut, Schwarzkittel. Die Götzen scheinen genug zu haben und töten jeden, der nicht zu ihnen gehört. Da steht sogar Mich Triffbesser im eingeschlossen. Südviertel. Ich sollte jede Konfrontation meiden. Ja. Wie komme ich denn da drauf, wenn ich von hier aus nicht dahin darf? Okay, wir werfen jetzt mal einen Blick auf unsere Karte. Das ist
hier. Ja. Okay. Da unten ist Betho jetzt. Ja. Dann gucke ich ja schon halbwegs in die richtige Richtung. Aber wie komme ich denn da hin? Da muss ich erstmal ins Südviertel übergehen, ne? Wir schauen mal. Wir haben eine Entfernung angezeigt da. Die Schwarzkittel haben um Gnade gebettelt. Ist das zu glauben? Ah. Da kann ich die Brücke runterlassen. Ich habe keine stumpfen Pfeile. Sägezahnpfeil. Was ist das denn? Leuchtbombe? Ich muss jetzt mal so einen Pfeil hier opfern, da unten. Oder, ja doch, oder geht das mit der Wurfwaffe? Vielleicht geht das mit der Wurfwaffe. Das wäre natürlich geil. Gucken. Nein, geht's nicht. Na gut. Dann muss ich so einen opfern. Cool. Weiß gar nicht, ob wir das schon längst hätten machen können oder ob ich hier noch gar nicht lang gegangen bin. Kann auch sein. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir da ein paar Schilder oder so auf dem Weg, die wir abschrauben können. Und mit Hilfe des Drahtschneiders dürften wir vielleicht auch noch ein paar neue Zugänge hinkriegen. Ah, es gab doch dieses, wisst ihr noch, diesen einen Raum, wo ich diese Falle nicht entschärfen konnte. Da brauchte ich, glaube ich, einen Drahtschneider. Ah, da komme ich jetzt ja wahrscheinlich nicht so immer eben so hin, ne? Hopp. Kann ich da rein? Nee, ne? Hallo. Doch, kann ich. Geil. Ja, komm, gucken wir rein, ne? Bisschen Spaß zwischendurch muss ja auch mal sein. So, was haben wir denn hier Schönes? Da. Wo bist du? Da. Ich habe äußerst gute Laune aktuell. Das hängt damit zusammen. Nach einer Woche arbeiten, dann ist Urlaub. Und ja, ich hatte dann mit der Steffi Urlaub. Und ach, es wird einfach eine richtig schöne Zeit. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und ja, ich hoffe, man merkt mir das so ein bisschen an. Weil das wird einfach nur geil. Das wird einfach geil. Boah, direkt das nächste Schloss zu knacken. Okay. Ja, was haben wir da drin? Oh, ist das ein Spiegel? Ein Bilderrahmen. Oh, Bücher. Gibt's hier richtig viel zu entdecken gerade. Ist ja voll geil. Ist damit jetzt die Falle deaktiviert, oder? Wie darf ich dieses Geräusch interpretieren? Ich habe Angst, mich da drauf zu stellen, ne? Okay, passiert nichts. Schwein gehabt. Ein paar Ohrringe waren's. Okay. Können wir da nicht rausspringen? Doch. Tada. Cool. Ja, wir sind aber immer noch einigermaßen auf dem richtigen Weg, hoffe ich, ne? Jo, passt schon. Da bin ich, glaube ich, eingestiegen, ne? Gehen wir hier weiter. Was gibt es hier noch Schönes? Spähen. Dieses Spähen immer so zwischendurch, ne? Das hat irgendwie nicht wirklich Sinn. Da könnten wir runterspringen. Print Shop and Newspaper. Hier bin ich doch gerade hergekommen. Ja. Da muss ich lang. Da unten wäre auch eine Möglichkeit, lang zu gehen, ne? Kann ich auf diesen Balken springen? Schaffe ich das, ohne zu sterben? Ich möchte mal eben speichern. Weil jetzt haben wir gerade wieder so einen schönen Bereich gehabt. Gut. Wie geil ist das denn? Kann ich da reinspringen? War ich hier schon mal drin? Ich glaube nicht. Wer packt denn seinen Geldbeutel in ein Vogelnest rein? Na gut. Was haben wir denn noch hier? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Sonst hätte ich das bestimmt gefunden mit dem Vogelnest, oder? Hm. Ah!
Machen wir mal die Kerzen aus, ne? Ja, hat sich doch schon fast wieder gelohnt hier. Oder ist hier noch was beim Bett? Ich kann aufs Bett draufsteigen. Kann ich das Bild entbilden? Entbilden? Was für ein... Entrahmen. Wie er sich freut. Ich hab euch gesehen. Zeigt euch, Feigling. Du kannst dich nicht verstecken. Ja, kann ich schon. Speichern ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee, ne? Oder doch? Ich muss da und dann rechts. Ach, ich riskiere das mal. Ich darf gerade nicht. Scheiße. Liest du Zeitung? Da steht, die Tierkeulung hat funktioniert. In der Tat, die Tiere sind alle tot. Aber die Schwermut ist noch da. Ich kann nicht lesen, aber ich rieche den Dayport-Mist. Die Revolution hat begonnen. Zeit für die Stadt der Dämmerung zu begegnen. Okay. Ja, ich drück doch gerade hier. Also ich muss aufstehen, ne? Hallo? Wieso darf ich? Jetzt darf ich. Also manchmal glaube ich, dass das Spiel so ein bisschen verbuggt ist. Also zumindest meine Version. Bevor ich da drauf drücke, werde ich definitiv bei ihm speichern. Das muss sein. Ich habe ein bisschen Angst. Aber komm. Das hat offenbar nichts bewirkt. Das glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwie ein Weg oder so erscheinen wird. Das hat bestimmt was bewirkt. Das hat was mit diesen komischen Figuren hier zu tun. Kann ich da oben was machen? Kommt er jetzt hier runter? Guck mal, hier wäre Spähen sinnvoll. Hier kann ich nicht spähen. Ich würde da gern hoch. Ich kann die aber nicht schieben, die Kiste, ne? Es hat doch einen Grund, dass ich hier einen Schalter gefunden habe. Ohne Witz. Und das ist doch der richtige Weg hier. Ich muss ja kurz auf die Karte gucken. Was haben wir denn hier für eine Karte? Falsch. Ach Mann, falscher Knopf. Es tut mir leid. So. Karte ansehen. Ja gut, ich muss einmal rumlaufen praktisch. Ja gut, dann machen wir das halt. Hier darf ich spähen. Der ist gerade weg. Gut. Was machst du hier draußen? Ich warte auf einen Sturm, der alles wegwäscht. Boah, ich dachte, er spricht mich an. Oh. Ich bin noch im richtigen Weg. Mal kurz gucken, ob hier was ist. Das ist der Bergfried, ne? Ja. Ich glaub schon. Wir sind auf dem richtigen Wege. Das freut mich. Haben wir hier noch was? Immer so diese kleinen verwinkelten Ecken. Da denke ich, da könnte was sein. Aber vielleicht war ich hier aber auch schon mal. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Obwohl... Ich kann mich hier noch nicht wirklich zurechtfinden in der Stadt, muss ich auch leider gestehen. Auch wenn wir schon fast die, ja, wenn wir schon die Hälfte vom Storyverlauf durch haben, aber es ist schon echt schwer hier durchzusteigen. Und hier muss ich mich durchquetschen, okay. Das schaffen wir auch. Also ungefähr ein Stündchen können wir jetzt noch zusammen aufnehmen, dann habe ich leider keine Zeit mehr, aber ja, dann habe ich wieder ganz gut Videos vorproduziert, das gefällt mir. Denn wir brauchen ja auch ein bisschen Puffer für meinen Urlaub. Da könnte ich jetzt hier das Gebiet verlassen, aber der Pfeil sagt da lang. Moment. Was sagt denn meine Karte? Meine Karte sagt da hinten, ja.
Den Gebiet verlassen will ich nicht. Also da hinten rechts ist Besso. Da wollen wir hin. Okay. Ganz schnell möchte ich in das Viertel gehen. Ich hatte jetzt schon Panik, dass die jetzt sagen von wegen, oh nö, jetzt ist gerade Gefahr, jetzt darfst du hier nicht reingehen. Aber jetzt müsste ich auch die Wachen hinter mir abgeschüttelt haben. Das hoffe ich jedenfalls ganz stark. Und ja, dann sind wir jetzt bald bei Besso. Bin gespannt, was er uns zu sagen hat. Wie sein neuer Unterschlupf aussieht, bin ich auch gespannt. Okay. Ich brauche einen Hinweis. Moment. Besso, wo bist du? Uff. Ja, wie komme ich denn da jetzt hin? Also geradeaus. Boah, also wir. Na gut, vielleicht komme ich über die Dächer. Über die Dächer da ganz gut hin. Naja. Also gut. Einmal speichern, ne? Hier sind wir schon ein paar Mal lang geschlichen. Hi. Vielleicht kommt ja hier auch immer wieder dieser eine Punkt, wo ich gesagt habe, da könnte ich den Drahtschneider gebrauchen. Da hinten würde ich ganz gerne mal hingucken. Oh Gott. Ich wünschte, hier gäbe es eine Eintopfküche. Das wünschte ich auch. Könnte da ans Seil springen. Aber jetzt gucken wir jetzt hier rein. Oh, hier war ich noch gar nicht. Geil. Oder ich war hier irgendwann mal und bin dann gestorben. Und hab dann verpeilt, das nochmal zu spielen. Das kann auch gut sein. Kann ich hier... Ach, ich kann aber nicht hier raus. Schade. Ah, verdammt. Ich dachte, ich hätte eine kleine Abkürzung gefunden. Ja. Wie komme ich denn... Von hier nicht an das Seil, ne? Geht ihr mal. Gut. Was denn? Erschreck mich nicht so, du Penner. So. Irgendwas ist anders an dir. Moment. Ich hab's. Okay, ich darf wieder. Das ist gut. Du stinkst nicht nach Schweiß und Pisse. Ich hab's gerade mit Polly Adler gemacht, der duftendsten Dockschwalbe von Skin Market. Das hatten wir schon mal. Ihr hängt sicher noch an mir. Glückspilz. Ich stehe schon 2 Monate auf ihrer Warteliste. Bei mir waren's 5 und sie ist es wert. Ein Seemann hat erzählt, dass Polly dieses Parfüm aus dem Ausland importiert. Kein Wunder. Ihr Zimmer in Skin Market riecht wie ein exotischer Garten. Ich gehe in die falsche Richtung, ja. Was sie zahlt, wenn sowas wie du rein darf. Brummt der Schädel. Aber das macht nichts.